هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من lieben Geschwister im Islam. Heute reden wir das Unterlassen des Gebets, und das ist der Spruch, der bekannte Spruch: Man عاش على شيء مات عليه. Wer nach einer Sache lebt, der wird auch so sterben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns auch im Koran: فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. O ihr Gläubigen, Muslime, stirbt nicht anders als Gottergebene, Betende, Fastende, Leute, die Allah gehorchen. Das heißt, wenn du nicht betest, wenn du so lebst, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch so sterben. Wenn du dich nicht änderst, wenn du nicht Allah um Vergebung bittest, wenn du nicht zurückkehrst zu Allah. Denn es heißt, wer nach etwas lebt, der wird auch danach sterben. Das heißt, wenn du die ganze Zeit so lebst, ohne dass du betest, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du auch genau so sterben wirst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor so einem Tod. So ein Tod ist ein schlimmer Tod. So ein Tod ist ein gewaltiger Tod. Jemand, der ohne Gebet stirbt. Es heißt, es wird dann gefragt, wie war dieserjenige? Man sagt, er war nett, er war freundlich, aber er hat nicht gebetet. Allahu Akbar. Er hat nicht gebetet, er hat nicht gebetet. Gar nicht gebetet. Was ist das für eine große Sünde und eine schlimme Sünde und ein schlimmer Ausgang? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns, dass das Ende eines Menschen entscheidend ist. Innamal a'malu bil khawatim, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Taten eines Menschen werden vom Ende abhängig gemacht. Das heißt, es zählt nicht, was du jetzt machst, sondern es zählt, was du am Ende machst, wie du stirbst, wie dein Ende ist. Denn anhand deinem Ende hier auf dieser Dunya wird auch dein Anfang im Jenseits sein. Derjenige, der mit dem Gebet stirbt, mit den rechtschaffenen Taten stirbt, so ein Ende erreicht, der fängt ein gutes Leben an im Jenseits. Der bekommt einen schönen Anfang im Jenseits. Genauso aber derjenige, der ein schlechtes Ende hat, der wird auch hier auf dieser Erde, der wird auch einen schlechten Anfang haben im Jenseits. Deswegen lebe so, wie Allah es möchte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, stirbt nicht anders als Muslime, als Gottergebene, Betende. Das heißt, lebt nach dem Islam, lebt mit dem Gebet und mit der Gottesfurcht, damit ihr auch genauso stirbt und dafür das Paradies bekommt. Deswegen, fange an, gebe dir Mut, bitte Allah um Kraft, bitte Allah um Beistand und fange jetzt an mit dem Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dir und mir und uns allen Erfolg geben. Barakallahu fikum, hadha wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.